Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, was ist bloß mit unserer Welt passiert? Irgendwie, man muss Angst um seine Kinder haben. Ja, das stimmt. Das ist aber nicht erst seit gestern so. Das größte Problem, was wir haben, ist, dass die P-Punkt so langsam verstehen, was sie im System verändern müssen, um an unsere Kinder ranzukommen. Und die Welt guckt zu. Wir werden weiterhin aufklären, die sich für den Kinderschutz einsetzen. Ich sage euch aber auch, ab 25. August wird es hier eine Riesenveränderung geben auf allen Social-Media-Kanälen, denn auch die große Elite weiß, was sie tun müssen, nämlich Falsch- und Desinformation verhindern. Deswegen können sich P-Punkts hier auch Werbung schalten, ja, ein Mädchen unter 18 kennenzulernen. Und wir, die aufklären, müssen immer gucken, wie wir uns ausdrücken. Dieses Jahr feiere ich einen Menschen ganz besonders. Ich denke, du wirst ihn kennen, Mel Gibson. Er hat selber sich auf den Weg gemacht mit einem Filmteam und hat das größte Problem, was wir auf diesem Planeten haben, nämlich Menschenhandel und Kinderhandel, mal so abgedreht. Sound of Freedom. Ich kann euch den Film wärmstens empfehlen. Und was wir vor allen Dingen brauchen, ist Bewusstsein, zu verstehen, dass es auf unserem Planeten das größte Problem ist. Nur so können wir Veränderungen schaffen und unsere Kinder selber schützen. Also schaut euch den Film gerne an und nehmt mal für voll, dass das Problem nicht erst seit gestern da war, sondern dass es so langsam, wisst ihr, wenn von allen Seiten so ganz viel Druck kommt, dass man schneller an die Kinder möchte denn je, dann könnt ihr auch nachvollziehen, warum so viele Dinge auf einmal gleichzeitig geändert werden. One of the most disturbing problems in our world today is human trafficking, and particularly the trafficking of children. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom.